Die Schweizer Bergbahnen. Vor 150 Jahren technische Pionier- und Meisterleistung. Heute Attraktion für Besucherinnen und Bewohner. Für mich ist das eine berufliche Leidenschaft. Mit ihnen fahren wir durch majestätische Landschaften hinauf zu den spektakulärsten Gipfeln. Immer noch faszinieren die Bergbahnen durch Tradition, genauso wie durch neueste Technologie. Und, ja, 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 ja. Und sind Lebensadern für Menschen und deren Alltag auf dem Berg. Seinetwegen kommen sie in Scharen, dem imposanten Matterhorn. Während der Fahrt mit der Gornergratbahn, der zweithöchsten Bergbahn Europas, hat man den besten Blick auf den Berg. Von den Einheimischen liebevoll Horu, Horn genannt. Zu nachtschlafender Zeit geht es im Depot der Gornergratbahn in Zermatt schon rund. Weil im mondänen Ort Grund und Boden so teuer sind, stehen die Züge über Nacht in einem 250 Meter langen Stollen im Berg. Kurz vor Mitternacht geht die Arbeit los. Denn schon bei Sonnenaufgang muss der erste Zug wieder auf die Schiene. 800 Scheiben müssen in wenigen Stunden geputzt werden. Die großflächigen Panoramafenster sollen einen ungetrübten Blick auf das Matterhorn bieten. Morgen, Kilian. Morgen. Ich habe gesehen, wir haben noch eine Störung drauf. Stellst du hier an? Ich gehe schnell zum Fahrzeug. Heute hat Lokführer Kilian Arnold Frühdienst. Er führt eine technische Überprüfung durch, gemeinsam mit Depotchef Rolf Schmid. Die Rückmeldung von der Lampe ist nicht gut. Schauen wir uns an. Beim Check ist herausgekommen, dass wir eine Lampe defekt war. Und das haben wir aufgehoben, indem dass wir die Lampe gewechselt haben. Und jetzt ist das Fahrzeug im Betrieb in Ordnung. Sobald der Zug freigegeben ist, bringt ihn Kilian Arnold zur Talstation der Gornergratbahn. Zermatt, Kurort der Schönen und Reichen. Neben 6.000 ständigen Einwohnern leben hier in der Hochsaison bis zu 30.000 Touristen. Insgesamt verzeichnete Zermatt vor der Pandemie pro Jahr über 2 Millionen Gästeübernachtungen. Zermatt ist seit jeher autofrei. Fahren dürfen hier nur Pferdegespanne und die vor Ort produzierten Elektrofahrzeuge. Der Bahnhof der Gornergratbahn liegt zentral im Dorf. Dort wartet bereits Marc von Dach. Er ist heute als Lokführer eingeteilt und wird die 1500 Höhenmeter zwischen Zermatt und dem Gornergrat gleich mehrmals zurücklegen.
Ich habe immer Cracker und was zu trinken dabei. Und Geld. Man weiß ja nie, ob man rechtzeitig zurückkommt. Zermatt liegt im Kanton Wallis, an der Schweizer Grenze zu Italien. Vom Bahnhof auf 1600 Metern über Meer führt die 9,3 Kilometer lange Strecke als erstes über das Findelbach-Viadukt zur Station Findelbach. Dann durchquert der Zug mehrere Tunnel, bevor er auf der Station Riffelalp ankommt. Durch die Riffelbordgalerie geht es weiter zum Riffelberg und zum Rutenboden. Nach 40 Minuten und gut 1500 Höhenmetern erreicht der Zug den Gornergrat. Die Strecke erfordert die volle Konzentration der Lokführer. Sie dürfen während der Fahrt keine Interviews geben. Deshalb fährt ein Kollege mit, der zwischendurch das Steuer übernimmt. Die Getwing-Brücke führt über den Fluss Matafispa in Zermatt. Er führt Gletscherwasser, das ihm auch seine milchig-weiße Farbe gibt. Seit 5 Jahren ist Marc von Dach fast täglich auf dem Gornergrat unterwegs. Und trotzdem ist jede Fahrt ein Erlebnis. Ja, das ist irgendwie eine Kraft, ein Mythos, ein Berg, der jeden Tag irgendwie anders erscheint. Und wenn man die Faszination hat von diesem Berg oder von diesem Horror, wie man hier sagt, dann ist das einfach wunderbar. Die Fahrt auf den Gornergrat punktet mit spektakulären Eindrücken. So spannt sich etwa das Findelbach-Viadukt mit 50 Metern Höhe und fast 100 Metern Länge über die Schlucht. Wenn, so wie heute, auch noch Gleisarbeiter auf der Brücke unterwegs sind, kann es hier recht eng werden. Auf der Strecke, wir grüßen uns, wir geben uns auch Handzeichen, dass man einander sieht. Es ist so wie nicht nur ein Grüßen, sondern auch ein Zeichen. Man hat sich gesehen, die Strecke ist frei. Hier passiert es oft, dass die Schrauben ausbrechen. Da, wo die Halterung angemacht ist. Die geht da gar nicht durch. So wie die hier. Silvano Schnitrig ist für die gut 9 Kilometer Schienen zwischen Zermatt und dem Gornergrat verantwortlich. Einmal im Monat läuft er die ganze Strecke ab. 2 Tage braucht er dafür. Heute zeigt er seinem neuen Kollegen Oliver Fuchs, worauf er besonders achten muss. Im Sommer, damit die ein bisschen arbeiten können, entfernen wir diese Schienenzwischenstücke. Und im Winter montieren wir die wieder hier ins Loch, damit der Fahrkomfort besser gewährleistet wird. Aber im Sommer kommen die raus. Die Schienen dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte wieder zusammen. Zwischen Sommer und Winter müssen sie Temperaturunterschiede von 50 Grad aushalten. Nachher haben wir die Zahnstange, die kontrollieren wir natürlich auch immer sehr gut wegen der Abreibung. Hier sieht man jetzt die Abreibung von der Zahnstange, ob die gerissen ist oder etwas, in der nicht gut ist. 10 Jahre können wir die so fahren und nachher drehen wir die meistens nach 10 Jahren. Und danach ist die Zahnstange meistens abgenutzt, weil der Antrieb ist ja vor allem auf der Zahnstange. Die Schiene ist eigentlich nur eine Linienführung vom Zug. Auf der Strecke herrscht Hochbetrieb. Alle paar Minuten müssen die Gleisarbeiter einem Zug Platz machen. Die Gornergratbahn war die erste elektrische Zahnradbahn der Schweiz. Beim Bergabfahren speisen die Züge die Bremsenergie zurück ins Netz.
Drei abwärtsfahrende Züge produzieren so viel Strom, wie ein bergwärtsfahrender benötigt. Diese sogenannte Rekuperation gibt es bei der Gornergratbahn seit dem ersten Betriebstag 1898. Damals produzierte die Bahn ihre benötigte Energie noch mit dem Wasser des Findelbachs. Unterhalb des Viadukts liegt das historische Turbinengebäude. 1947 wurde das Kraftwerk stillgelegt und die Gornergratbahn ans normale Stromnetz angeschlossen. Das ehemalige Kraftwerk verfiel. Erst vor einigen Jahren wurde es verkauft und umgebaut. Heute kann es als Veranstaltungslokal gemietet werden. Nach dem Viadukt folgen kurz aufeinander vier Tunnel. Die schnell wechselnden Lichtverhältnisse machen diesen Teil für den Lokführer besonders anspruchsvoll. Doch auch sonst hält die Strecke einiges an Überraschungen und Hindernissen bereit. Wenn man das Fahren einmal intus hat, ist die größte Herausforderung die Natur. Im Winter der Schnee, der Wind und auch die Touristen in Peronähe, die auf Schnee laufen mit Skischuhen und plötzlich ausrutschen können. Nach 600 Höhenmetern erreicht Marc von Dach die Station Riffelalp. Sie ist ein beliebtes Touristenziel und wartet mit einer speziellen Attraktion auf, dem Riffeltram, der höchstgelegenen Straßenbahn Europas. Sie fährt von der Bahnstation zum Hotel Riffelalp Resort. Und das mit wenigen Unterbrüchen seit dem Eröffnungsjahr der Gornergratbahn. Das 4478 Meter hohe Matterhorn ist wahrscheinlich der markanteste Berg der Alpen und zog schon früh Abenteurer an. Ganz besonders Bergsteiger aus England. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen gelang 1865 Edward Whymper mit seiner Seilschaft die Erstbesteigung. Zu einem hohen Preis. Vier Männer stürzten beim Abstieg zu Tode. Doch der Bann war gebrochen. Und wer etwas auf sich hielt, wollte aufs Matterhorn oder mindestens so nah wie möglich dran. Die beste Sicht hat man vom Gornergrat aus. Ein Hotel gab es schon. So lag es nahe, eine Bahn auf den Berg zu führen. In nur zwei Jahren bauten 2400 italienische Arbeiter das Tracé. Bei der Höhenlage und den klimatischen Bedingungen ein fast unvorstellbarer Kraftakt. Entstanden ist eine touristische Attraktion der Extraklasse. Die Gornergratbahn war die erste Eisenbahn Europas, die auf über 3000 Meter Höhe führte. Ihre Jungfernfahrt erfolgte am 20. August 1898. Auch die Gleisarbeiter, oder Gramper, wie man sie nennt, nähern sich der Riffelalp. Silvano Schnedrig nimmt sich in diesem Abschnitt die Weichen vor. Einmal pro Woche kriegen sie ihr Fett ab. Richtig. Merci. Von der Pracht der Landschaft lassen sich die Gleisarbeiter nicht ablenken. Der Blick ist konzentriert auf die Schienen gerichtet. Die Ohren sind gespitzt.
Nach 5 Jahren hört Silvano Schniedrig genau, wenn eine Schraube locker ist. Bis jetzt habe ich erst eine gesehen, die lose ist. Und er nimmt auch das leise Surren der Oberleitungen wahr, wenn sich ein Zug nähert. Ab Riffelalp wird die Strecke zweigleisig geführt. Züge können jederzeit kreuzen. Dieser Teil ist auch als Fotostrecke bekannt. Von hier aus bietet sich der spektakulärste Blick aufs Matterhorn. Die Lokführer müssen an dieser Stelle besonders gut aufpassen. Fotografen auf der Jagd nach dem besten Bild verhalten sich hier mitunter wunderlich. Wir haben mit Touristen zu tun, tagtäglich. Und das muss man im Hinterkopf halten, dass da halt jemand ein Foto macht. Und die vergessen sich manchmal, dass da plötzlich ein Zug kommt. Oder die sind völlig in einer anderen Welt. Silvano Schniedrig und Oliver Fuchs haben mittlerweile 5 Kilometer in den Beinen. Ihr Tagesziel ist der Riffelboden. Dutzende Kühe weiden den Sommer über auf der Alp. Also Kühe haben wir nicht so Probleme, aber mehr Probleme, die sind ja meistens eingezäunt. Aber mehr Probleme haben wir oben mit den Schafen. Die, je nachdem wo die sind, laufen die aufs Gleis und die bringt man dann fast nicht mehr weg. Muss man dann wirklich vertreiben, als die weggehen. Und Murmeltier oder so, das gibt es schon ab und zu, dass mal eines über das Gleis läuft. Oder. Warme Spätsommertage in einer atemberaubenden Landschaft. Auch als Kuh kann man wahrscheinlich nicht viel mehr erwarten vom Leben. Doch bald werden die Tage kürzer und die Tiere ziehen wieder Richtung Tal. Der Winter kommt hier oben oft früh und hat meist viel Schnee im Gepäck. Der birgt auch so manche Herausforderung für die Gornergratbahn. Früher verkehrte sie wegen der großen Lawinengefahr nur im Sommer. Erst durch den Bau der knapp 800 Meter langen Riffelbordgalerie wurde die Strecke ganzjährig befahrbar. Im Winter gibt es, dass wir Schneeverwehungen haben. Ich habe erlebt, nach einem Tunnel war ein Rutsch vor mir, 2 Meter hoch. Und da gibt es nichts anderes, als umzukehren und den Schleuder zu bestellen. Extreme ist Marc van Dach gewohnt. Vor dem Gornergrat fuhr er auf die Jungfrau, auf der höchstgelegenen Bahnstrecke Europas. Auf 2600 Metern über Meer fährt der Zug in die Station Riffelberg ein. Hier oben steht das älteste Hotel der Region, gebaut 1855. Hier können Wanderer und Bahnreisende einkehren. Ansonsten logieren auf dem Riffelberg vor allem Vierbeiner. Im Moment auch 120 Schwarznasenschafe, eine uralte Walliser Rasse. Morgens um 7 öffnet Schäferin Deborah Kressebuch den Nachtpferch. Oms, jas, 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 immer! Hallo, Zitti. So, also. Jeden Morgen wird gezählt und jeden Morgen schlüpft Zitti durch den Zaun. Oms, jas, 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 jas. Die Schafe gehören Bauern aus Zermatt.
Sie haben Deborah schon den zweiten Sommer als Hirtin engagiert. Alle da! Hammet, komm! Also es sind einerseits Rufe, die ich von den Bauern übernommen habe. Da wird jetzt kommt, yes, 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 das habe ich hier übernommen. Es ist nicht genau gleich, wie sie es machen, aber es ist so meine Version davon. Und dann habe ich noch das Humba. Und mit diesem Ba, mit diesem Kehlton, das eigentlich das Black Blöcken, das Schafe imitiert, kann ich wie meinen eigenen Ton ihnen vermitteln. Und sie erkennen dann auch meine Stimme wieder. Weil diese Schafe sehen nicht so viel durch die dichte Wolle am Kopf, aber dafür hören sie umso mehr. Das heißt, sobald ich in die Nähe komme und meine Stimme ihnen bekannt gebe, dann wissen sie ja, jetzt ist die Schäferin da. Weil die Wiesen oben am Gornergrat abgefressen waren, ist Deborah mit der Herde einige hundert Meter talwärts gezogen. Vom Riffelberg führt sie die Tiere heute Richtung Riffelhorn. Das sind etwa 2 Kilometer Fußmarsch. Doch die Wollknäuel auf Beinen haben es nicht sonderlich eilig. Das saftige Gras am Wegesrand ist allzu verlockend. Und auch das Spielen darf nicht zu kurz kommen. Während Schafe landläufig ja fast schon als Lemminge gelten, haben die Schwarznasen einen ausgeprägten eigenen Willen. Wenn mein Plan ihrem Plan entspricht, dann ist das ganz leicht. Wenn ich verstehe, was sie vorhaben und darauf gezielt einwirken kann, ohne sie davon zu überzeugen, dass ich das Gegenteil mache von dem, was sie wollen, dann läuft es auch gut. Schwierig ist es wie heute, weil ich möchte, dass sie da hinten in das Tal gehen und jetzt wie die da. Und deshalb muss ich jetzt dann gleich da unten eingreifen, weil die möchten da über diese Flanke nach Riffelberg zurück. Die Überzeugungsarbeit fruchtet. Schafe im Gänsemarsch. Eins ums andere reiht sich in die Perlenkette ein und marschiert munter auf dem Wanderweg weiter Richtung Riffelhorn. Die 38-jährige Hirtin hat viel Erfahrung. Schon als Kind begleitete sie ihre Tante auf die Alp und arbeitete später als Ziegen- und Kuhhirtin in Graubünden. Das Riffelhorn ist mindestens schon mal in Sichtweite. Weiter geht es mit dem Zug Richtung Gornergrat. Lokführer Marc von Dach hat noch 500 Höhenmeter vor sich. Oberhalb der Baumgrenze wird die Vegetation karger, die Landschaft schroffer. Und vom Zug aus sind seltsame Bauten zu sehen. Ob hier jemand wohnt? Das Rätsel löst sich, sobald im Winter Schnee fällt. Dann gibt sich der Kuppelbau nämlich als weit unbekanntes Igloo-Hotel und Restaurant zu erkennen. Ja. Would you like a receipt? Möchten Sie die Rechnung? Danke, schönen Tag. Sie sind der Nächste.
Nadine Forer bereitet ihren Gästen regelmäßig einen eisigen Empfang. Das ist lustig da mit dem Glitzer. Hm? Das Schneehotel verfügt über 15 Zimmer und wird jeden Winter neu gebaut. 3000 Stunden dauert es, bis das Igludorf nach Wintereinbruch bezugsfertig ist. Wir haben einen Ballon, der ist mehrere Meter groß. Wir blasen den auf und dann mit einer Schneeschleuder wird Schnee an den Ballon geschleudert. Und ja, nachher lässt man das eine Weile so setzen und lässt die Luft beim Ballon raus und dann steht das Iglu. Jedes Zimmer ist individuell gestaltet, mit Verzierungen von Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Das Iglu, das arbeitet, der Schnee, der arbeitet die ganze Zeit und das verändert sich. Und die Kunst ist natürlich Anfangssaison sehr exakt, mit sehr geraden Linien und mit der Zeit wird das alles ein bisschen runder. Die Temperatur im Iglu beträgt konstant 0 Grad. Wir haben hier zuerst Isolation und nachher eine Outdoor-Matratze. Und dann haben wir die Schlafsäcke. Die sind bis minus 35, damit man auch warm hat. Einige Iglus haben eine eigene Toilette und die Hochzeitssuite sogar einen Whirlpool. Die Nacht im Luxus-Iglu kostet knapp 1000 Franken. Die Premium-Aussicht aufs Horu ist da schon inbegriffen. Wenn es im Frühling taut, lösen sich die Iglus in Schmelzwasser auf. Und auch sonst bemühen sich die Betreiber, so wenig Spuren wie möglich zu hinterlassen. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Thema bei uns. Wir haben biologisch abbaubare Becher und hier sogar jetzt Hartplastik, den wir mehrmals verwenden können. Mit Glas ist es so, dass wir hier ja in der Natur sind. Und wenn das Glas zersplittert, dann, wenn der Schnee schmilzt, geht das nachher in den Boden. Und gerade wenn Tiere hier oben nachher sind, ist das gefährlich und in dem Sinn keine Alternative für uns. Das Iglu-Hotel jedenfalls hat sich schon zur Attraktion gemausert. Immer wieder kommen internationale Tourismusstudierende zur Besichtigung. Nadine ist heute unsere Gastgeberin. Vielen Dank fürs Organisieren. Es gibt klassisches Fondue. Was sonst? Für die mehrheitlich asiatischen Studierenden Exotik pur. You take the bread? Man nimmt das Brot und steckt die Gabel rein. So. Like this? Then you go in. I have your fork. Sorry. Ich habe Ihre Gabel, Entschuldigung. And you stir like this. Und dann rührt man so und dann hoch. And then up. And you turn und die Gabel drehen. And then it's ready. Und fertig. Okay. Das ist für Sie. Genießen Sie es. Die Schwarznasenherde hat ihr Tagesziel erreicht. Am Fuß des Riffelhorns dürfen sie sich jetzt die Bäuche vollschlagen. So viel Wasser. Während die Tiere den Rasen mähen, findet Deborah Zeit für ihre Leidenschaft. Sie hat ursprünglich Kunst studiert und an Gymnasien unterrichtet. Das Kreative kann sie hier oben im Alpjournal ausleben, einer Art Hirtentagebuch, das sie für die Schafbesitzer führt. Dieses Jahr habe ich für mich beschlossen, dass ich da einfach auch
mehr Persönliches noch reinbringe und vor allem auch noch mehr ausdrücken will, was ich alles mache. Weil es eben ein bisschen ein außergewöhnlicher Hirtenjob ist hier auf diesem Berg mit dem touristischen Teil. Der touristische Teil ist bereits im Anmarsch. Und die Schafe ahnen, hier kommt Arbeit auf sie zu. Die Schwarznasen haben nämlich eine Art Nebenjob. Als Fotomodels und Kuscheltiere 1,5 Stunden jeden Nachmittag. Während die Tiere geknipst und geknuddelt werden, gibt Deborah als Hirtin Auskunft über ihre Herde und ihr Leben auf der Alp. Die Walliser Schwarznasenschafe, sie haben ein ganz, ganz dichtes Fell. Also sie sind bestens ausgerüstet für jedes Wetter auf diesem Berg. Die Schwarznasenschafe mögen es am liebsten, wenn man sie krault, bis tief in die Wolle. Dann genießen sie es ganz, ganz fest. Bis 2020 waren die Schafe im Sommer alleine hier oben. Erst seit Wölfe in der Region Revier bezogen haben, passt Deborah auf sie auf. Im Moment gibt es hier im Tal einen, soweit ich weiß. Aber er war vor ein paar Tagen sehr aktiv. Hast du ihn gesehen? Nein, aber gehört. Hast du einen Hund? Nein, kein Hund. Ja. Weil die Schafe sind viel zu empfindlich auf den Geruch von Hund, Wolf, all das. Und das stresst sie dann. Dann sind sie nicht mehr gut konzentriert beim Gehen, weil sie müssen ja auch sehr vorsichtig gehen, weil sie nicht so viel sehen. Und es kann dann auch sein, dass sie zu wenig fressen, wenn ein Hund in der Nähe ist. Den Besuch der Schwarznasenherde kann man bei den Gornergratbahnen buchen. Für Bella jedenfalls, das schönste Schaf der Herde, scheint die Work-Life-Balance hier oben durchaus zu stimmen. Haben Sie einen wundervollen Tag. Hoffentlich sieht man sich wieder. Genießt es, schöne Wanderung. Wenn die Sonne hinter dem Matterhorn verschwindet, wird es Zeit, die Herde wieder nach Hause zu bringen. Dabei scheint jedes Schaf seine Route recht individuell zu berechnen. Hey, ihr müsst aber schon rüberkommen. Komm, Bachum! Komm, ja. Ein Metrum, komm, Bachum! Komm, ja, ein Metrum. Ja, gut so. Seid ihr verloren gegangen? Ja. Die Chauffeure halten oft auch den Zug an und hupen oder machen andere Geräusche mit der Lokomotive. Und ja, man kann dann nicht so viel machen, bis die Herde sich entschlossen hat, auf welche Seite der Gleise sie wollen. Und bis das geschehen ist, geht immer noch eins weiter und eins weiter und eins weiter. Dann muss der Zug warten. Genau. Die 5 Monate auf dem Berg sind für die Schäferin eine Zeit des bewussten Verzichts, umgeben von Tier und Natur. Ich habe nicht das Gefühl, die Zeit verfliegt und ich verpasse was. Sondern im Gegenteil, jeder Tag bringt seine Geschenke, seine Überraschungen, seine Herausforderungen, manchmal auch seine Schmerzen oder seine Schwierigkeiten. Aber das gehört alles dazu und deshalb ist es so echt. Die Tage auf der Alp sind gezählt. In wenigen Wochen wird es hier oben unwirklich. Dann heißt es Abschied nehmen. Bis zum nächsten Sommer. Zum ausklingenden Alpsommer spielt heute diese Tanzmusikgruppe aus dem Kanton Uri auf. Sie ist Teil des alljährlichen Folklore-Festivals, das immer am 2. Augustwochenende in Zermatt stattfindet.
Das Riffelhaus ist das älteste Berghotel der Region. Schon der amerikanische Schriftsteller Mark Twain nächtigte hier 1878 auf seiner Wanderung zum Gornergrat. Verewigt hatte seine Erlebnisse in der ironischen Geschichte der Riffelbergbesteigung, in der es eine Seilschaft von 150 Mann braucht, um den Berg zu erklimmen. Mark von Dach darf auf diesem Streckenabschnitt vor der Station Rothenboden mal richtig Gas geben. Hier kann der Zug seine Höchstgeschwindigkeit von 27 Kilometern pro Stunde ausfahren. Am Rothenboden steigen immer unzählige Fotografen aus. Ihr Ziel ist der Riffelsee, in dem sich das Matterhorn spiegelt. Besonders bei Sonnenaufgang ist das ganz großes Kino. Um diesem spektakulären Naturereignis beizuwohnen, führt die Gornergratbahn einen eigenen Sonderzug, der Touristen im Morgengrauen zum Riffelsee bringt. Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, sind magische Momente und tausende Likes auf Instagram garantiert. Gehen wir baden, komm. Eben. Eben. Und da gehen wir voran. Bruno Moser wartet jeweils ab, bis sich die Paparazzi-Meute satt fotografiert hat, bevor er mit Labrador Django zum See aufbricht. Sie sind ein eingespieltes Team. Im Winter arbeitet Moser auf den Skipisten und Django ist ein ausgebildeter Lawinenhund. Wo ist der Ball? Ist ein Feiner. Heute will Bruno Moser nach seinen Bartgeiern schauen. Er hat sie 2016 eher zufällig entdeckt, als er hier oben nach Bergkristallen suchte. Ein Sensationsfund, denn Bartgeier galten in der Region als ausgerottet. Sie sind mit 3 Metern Flügelspannweite die größten Vögel Europas. Weil die Menschen früher glaubten, dass sie Lämmer oder sogar Kinder fressen, wurden sie Lämmergeier genannt und so lange gejagt, bis es keine mehr gab. Erst um 1990 konnten sie in der Schweiz wieder angesiedelt werden. Seit seiner ersten Sichtung verfolgt Bruno Moser das Leben der Bartgeier. Und er konnte sogar den Horst des Geierpaares aufspüren, mitsamt einer unerwarteten Überraschung. Irgendwie plötzlich war das dann einfach ein Jungvogel. Der wurde auf dem kleinen Filmstreifen, den ich gemacht habe, in dem Moment wurde er gerade gefüttert, war ein kleiner Schnabel zu sehen und ich war hin und weg. Von diesem Erlebnis. Seither konnte er das Geierpaar jedes Jahr beim Aufziehen des Jungvogels beobachten. Jetzt, im Spätsommer, sollte er eigentlich Flügge sein. Ob es gelingt, die Übungsflüge des Jungen auch mit der Kamera festzuhalten?
Vielmal sieht man ihn gar nicht richtig. Einfach den Schatten. Plötzlich ist irgendwo in der Wand ein Schatten. Und dann muss man genau wissen, wo die Sonne steht. Und man hat ihn. Sie sind einfach gigantische Segler und nützen die Thermik aus. Und plötzlich sind sie da. Unerwartet. Boom. Jetzt sehe ich einen. Es ist ein Altvogel. Hier drüben in der schwarzen Wand ist er am Segeln und hat jetzt gerade zur Landung angesetzt. Aber es ist sehr, sehr schwer zu erkennen. Drüben in der schwarzen Wand ist er sehr gut getarnt. Aber schön, wir haben ihn gefunden. Und wie bestellt tauchen plötzlich zwei Bartgeier auf. Segelflugstunde für den Nachwuchs ist angesagt. Das Elterntier zeigt vor, wie es geht. Hi, das ist ein Betrieb hier. So zusammen am Himmel sehe ich sie eigentlich dieses Jahr jetzt auch zum ersten Mal. Also sehr eindrücklich. Der Junge hat es ganz gut im Griff, das Fliegen. Schön, da oben in der Thermik. Der Zug erklimmt die letzte Etappe zum Gipfel. Auf diesem Abschnitt dominieren die Gletscher das Bild. Dutzende Viertausender ragen in den Himmel. Der heiße Sommer hat ihre Eiskappen dieses Jahr besonders in Mitleidenschaft gezogen. Panorama und Licht faszinieren Marc von Dach immer wieder aufs Neue. Sicher ein Traumberuf. Man muss für das geschaffen sein, aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, wird man das nicht mehr schnell los. Nach 40 Minuten Fahrzeit und 1500 Höhenmetern erreicht der Zug den Gornergrat. Auf rund 3100 Metern Höhe werden die Touristen mit einem wahrlich atemberaubenden Ausblick belohnt. Nicht nur die Sicht auf die umliegenden Gipfel verschlägt einem fast die Sprache, sondern auch die Luft, die hier oben ganz schön dünn ist. Zu Kräften kommt man aber meist schnell wieder. In einem der beiden Restaurants am Gipfel oder über Nacht im Kulm Hotel, dem höchstgelegenen Hotel der Schweiz. Drei Salatschüsseln auf Tisch 34 und einen Salat auf 101. Bitte schön. Ciao. Dominik Adamantides ist der Chefkoch im Kulm. Vor dem Gornergrat stand er auf dem kleinen Matterhorn am Herd. Das liegt noch 300 Meter Höhe.
Die Herausforderungen, die das Kochen in großer Höhe mit sich bringt, sind ihm nicht neu. Zum Beispiel eine ganz normale Pasta, die 10 Minuten braucht auf Meereshöhe, um al dente zu sein. Die kochen wir hier ca. 18 Minuten, bis sie al dente wird. Die Kulm-Küchen-Crew weiß aber genau, wie man sich auf 3000 Metern über Meer leistungsfähig hält. Wir trinken extrem viel Wasser über den Tag durch, schauen, dass wir viel essen, weil man hat einfach einen viel höheren Kalorienverbrauch hier oben. Darum sind wir auch alle so elegant und sportlich. Nein, Scherz beiseite, aber das ist natürlich schon eine essentielle Sache. Auch die Logistik ist hier oben eine Herausforderung. Es wird genau geplant, wann welche Waren auf den Berg geschickt werden müssen. Zweimal wöchentlich kommt die Lieferung mit einem speziellen Güterzug der Gornergratbahn. Von Lebensmitteln über Weingläser bis zum Toilettenpapier. Auf dem Rückweg fungiert der Zug dann als Müllabfuhr auf Schienen. Alle Abfälle vom Hotel, den Restaurants und der Bergstation werden ins Tal gebracht. Bei bis zu 2 Millionen Touristen pro Jahr auf der Kulm kommt da einiges zusammen. Viertausender sieht man vom Gornergrat aus. Das Matterhorn ist also nur einer von vielen, wenn auch der bekannteste. Peter Salzmann, ein einheimischer Wanderleiter, ist aber auch nach vielen Jahren auf dem Berg immer noch fasziniert von Anblick und Entstehungsgeschichte dieser Landschaft. Die Alpen ist ein Auffahrunfall. Und Italien, Apulien wird in Europa eingedrückt. Und das ist dann der Alpenbogen. Und hier sind Platten, die aufeinander geschichtet werden. Drüben das Matterhorn, die oberste Spitze, das sind afrikanische Platten. Das Matterhorn ist eigentlich afrikanisch. Auch wenn das Matterhorn alle Blicke auf sich zieht, gibt es hier oben tatsächlich noch mehr zu entdecken. In den beiden Kuppeln des Gornergrat-Hotels versteckt sich nämlich ein Observatorium. Die Höhenlage ist ideal für die Beobachtung von Sternen, Planeten und Galaxien. Peter Salzmann bringt immer wieder Touristengruppen ins Stellarium zu Tim Riesen. Riesen ist hauptberuflich Astronom an der Uni Bern und leitet die Sternenabende im Observatorium. Das ist das große Hauptteleskop. Das brauchen wir für Galaxien und Nebel. Da oben haben wir noch ein anderes Spezialteleskop für Planeten und so kleine Sachen. Also das ist für Zeug? Das hier ist fürs Auge. Und das andere nicht. Die menschlichen Augen sind für Tagessicht gemacht, nicht für die Nacht. Wir können keine Langzeitbelichtung machen. Du kannst nicht eine Minute ins Dunkel starren und sagen, jetzt will ich ein Bild. Aber mit den Instrumenten kann man das. Sachen werden sichtbar, die man sonst nicht erkennen kann. Für das omnipräsente Matterhorn braucht es kein Hightech-Gerät. Voilà, kannst mal durchschauen. Der Aussicht hier oben sind dank des Teleskops kaum Grenzen gesetzt. Das, was man hier sieht, ist das jetzt Sand oder festes Gestein? Dort, wo es hell und weiß ist, das ist vor allem Staub, der auf Stein liegt. Vielleicht erinnerst du dich an den Fußabdruck von Neil Armstrong. An der Oberfläche ist es staubig und dann kommt der Stein. Profi und Laien verbindet die gleiche Faszination für die Wunder des Weltalls, auch wenn sie dem einen vielleicht noch mehr Rätsel aufgeben als dem anderen. Mich fasziniert, dass da, wenn ich da rausfliegen würde, dass ich nie mehr irgendwo anschlagen würde. Das ist unendlich für mich.
Auf dem Gornergrat ist man dem Himmel schon ziemlich nah. Nicht nur in astronomischer Hinsicht. Seit rund 125 Jahren braucht es dank der Gornergratbahn keine Kletterkünste mehr, um das vielleicht imposanteste Panorama der Schweizer Bergwelt bestaunen zu können.